Hallo liebe Zuschauer, ich wollte euch endlich mal mein Heim zeigen, weil es mir gut geht und ich es liebe herumzuwuseln und weil ich einfach so verdammt niedlich bin. Der kleine Darfhamster ist gerade aktiv. Darfi hat morgens eine kleine Wachphase, die habe ich jetzt irgendwie versucht abzufangen, um euch jetzt mal endlich sein Heim zu vorstellen. Was? Um euch jetzt mal endlich ihm sein Heim vorzustellen, wo er durchwuselt und gleich schon wieder weg ist. Alles klar, ich glaube, ich sollte hier einmal ganz von vorne anfangen. So schaut das Gehege dann vollkommen aus. Hier haben wir einmal zwei verschiedene Elemente, die ich euch gerne vorstellen möchte. Zumal haben wir hier vorne ohne Plexiglasscheibe mit einem wuselnden Darf dadurch, haben wir hier den Speedy BK von Kleintiervilla. Dieses Gehege hatte ich schon einst für Zelda gehabt, habe es dann jetzt umgebaut und mit einem weiteren Element verbunden. Und zwar kann man das hier schön sehen, ist ein Loch hier drin gebohrt worden. Ich wollte erst eine Röhre benutzen, habe es dann doch zum Glück gelassen. Und jetzt ist hier ein direkter Durchgang durch die beiden Gehege möglich. Zusammen hat das eine Länge von 1,30 Meter und pipapo, also 1,30 Meter mal 40. Und ja, die beiden Wände sind jetzt hier nicht miteinander verbunden, nur da oben. Es ist hier ein ganz normaler Glaskasten, also eigentlich ein Becken, was weiß ich nicht. Ich habe es wieder mal auf eBay Kleinanzeigen ergattert. Schaut doch mal selber drauf, ob es bei euch nicht in der Nähe gebrauchte Becken, Aquarien oder Terrarien gibt. Da hat man eigentlich meistens Glück. Und ja, zur besseren Übersicht habe ich hier das Plexiglas rausgenommen. Man sieht es ja, sonst ist immer eine Plexiglasscheibe da. Und von oben einmal, hier haben wir das Gitter, was ich zum Schutz hatte, weil ich hatte ja damals noch eine Katze, den Pedro. Und hier, der Aufsatz ist selber gebaut aus OSB-Platten mit einem Knopf zum Aufmachen. Hier ist natürlich frei, weil wir haben keine Katze mehr. Und deswegen müssen wir hier kein Gitter drauf haben, erst recht, weil der Hamster halt nicht da oben ausbrechen könnte. Und ich werde euch jetzt die beiden Elemente einfach einzeln vorstellen. Und ich würde mal sagen, fangen wir mit dem Speedy BK an. Meine lieben Zuschauer, ich merke gerade, ich habe wieder eine verschnupfte Nase. Ich hoffe, ich werde nicht schon wieder krank, das wäre fatal. Hier ist die Ansicht des Speedy BKs. Hier haben wir eine schöne Schublade, die man mit Streu befüllen kann. Die habe ich... Oh, das darf... Die habe ich jetzt nicht so hoch gemacht, weil Darf ursprünglich gar nicht in diesem Speedy BK gewohnt hat, sondern nur in diesem kleineren Beckenabteil, weil er ja sehr krank war. Jetzt ist er ja zum Glück wieder gesund und alles ist super duper und flitzt hier rum. Hier habe ich das Heimtierstreu Super drin, vergleichbar mit dem Chipsy Super Heimtierstreu. Erfüllt seinen Zweck auch und staubt ganz, ganz wenig. Finde ich super. Und lässt sich rausnehmen hier. Werde ich jetzt aber nicht zeigen. Hier haben wir Aluschutz. Den kann man im Baumarkt auch kaufen, damit der Hamster nicht auf die Idee kommt anzuknabbern. Der Speedy BK ist jetzt seit 3 Jahren im Gebrauch und erfüllt seinen Zweck immer noch. Also ich bin höchst zufrieden damit. Und die Zelda hat ja schon vorher drin gewohnt, also mein anderer Zwerghamster. Hier unten haben wir ein Rodipet Granithaus. Das habe ich von einem Zuschauer geschenkt gekriegt. Und zwar, wenn wir das jetzt öffnen, ich weiß nicht, ob da viel drin ist. Wenn wir hier öffnen, sehen wir, hat das 2 Kammern und da hinten sehen wir es wuseln. 2 Kammern. Dafür hat es sich schon da hinten richtig gemütlich gemacht. Ich habe auch dieses Holzhäuschen vorher lackiert, damit nämlich kein Urin in die Ecken einzieht. Ist leider viel zu klein, um eine Ecktoilette anzubringen, aber dennoch erfüllt es seinen Zweck. Es kühlt, die Krallen werden hier an der Granitplatte gewetzt und die Eingänge sind auch extra groß, sodass Darf richtig schön hamstern kann. Und da hinten so denkst du, hey, was ist denn jetzt los? Ich will eigentlich schlafen. Ich weiß, Schatzi. Und nein, ich habe nichts. Könntest du bitte wieder zurückgehen? Okay, ich mache jetzt wieder die Klappe zu. Im Laufe der kommenden Wochen werde ich auch sicherlich diese Streuschublade ein wenig höher einstreuen. Ich habe es jetzt nur gelassen, weil ich nicht nochmal neu Streu nachgeben wollte. Und hier hinten haben wir das bekannte Wiesenheu. Darf liebt es, er versteckt sich immer da drin. Leider hatte ich aber auch mit Wiesenheu diesmal Pech. Denn bei Twinkies Wiesenheu waren irgendwie Viecher drin. Ich war wieder mega alarmiert von Twinkies. Seht ihr auch noch ein Update jetzt passend zu Karneval. Habe ich alles umgestaltet und sowieso ist ihr Gehege neu in Planung. Aber ich habe sie wieder komplett sauber gemacht, weil ich schon wieder diese
Also sobald ich ein Krabbelvieh ekelt es mich, aber es war nur im Wiesenheu. Also ich habe das Wiesenheu danach auch weggeschmissen. Hier ist alles super gut, hier ist nichts. Aber dennoch achtet bitte darauf. Also ich habe momentan da leider sehr viel Pech, aber man kann kaufen, was man will. Man kann immer natürlich den Wurm, sprich den Parasiten drin haben. Aber mein Tieren geht es gut, die haben jetzt nichts im Fell oder so und ich bin da ganz glücklich drüber. Wobei Twinkie nicht, weil sie ist gerade sehr angezickt. Sie will eigentlich ihr altes Gehege zurück, aber das funktioniert momentan nicht. Lasst euch überraschen im nächsten Video. So, hier ist so eine kleine JR-Farm Röhre aus Weide und auch mit Heu drin. Zelda hat das sehr geliebt. Guckt das jetzt nicht besonders an. Er weiß nicht, was er damit machen soll. Ich bin aber gespannt. Vielleicht kriegt er auch irgendwann raus, dass er hier durchknabbeln kann. Was weiß ich. Hier oben, er kommt hier ohne Probleme hoch. Er klettert. Also er kann sehr gut klettern, auch für seine kleine Größe, weil er ist ja kleiner als ein normaler Hamster in seinem Alter und auch mit seinem Geschlecht, weil die Männchen ja eigentlich immer größer sind als die Weibchen. Hier haben wir eine Erbsenflocke. Das ist eine kleine Nagerbrücke. Die geht dann hier nach oben zu einer der Etagen. Die Etagen habe ich mit Holzdübeln gesichert, wurde mir ja gesagt. Und zwar sind die hier angeleimt. Hier sieht man noch Gebrauchsspuren von Zelda. Sodass der Hamster nicht nochmal runterfällt. Das Video dazu, wenn ich jetzt auch für Twinkie das nochmal neu gemacht habe, werdet ihr dann sehen. Ich habe jetzt auch hier Holzdübel, da Holzdübel und auch im anderen Gehege die Holzdübel rangebracht, weil der Darf war wirklich so klein. Also der hätte ein Sturz, glaube ich, mega tödlich sein können. Aber natürlich werden Normalstürze auch sehr tödlich können sein für Hamster. Ihr wisst, wie ich das meine. Und deswegen habe ich diese Holzdübel angeleimt. Und hier haben wir dann auch ein Wooden Wheel, auch von Rodi Pet, und zwar in Rot, wie Darth Vaders Lichtschwert eigentlich geplant, aber Darth Hamster ist so eigenwillig. Ich denke mal, das auch für seine Größe, weil wenn er das versucht, es bewegt sich nicht. Er ist so leicht, dass dieses Laufrad überhaupt sich nicht in Bewegung setzt. Ich weiß also nicht, ob er mit Gewicht noch zunehmen kann. Er wiegt, glaube ich, gerade 17 Gramm oder sowas. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall werde ich gucken, dass ich vielleicht hierfür einen Laufteller kriege, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt hier reinpasst. Aber man kann es ja mal versuchen. Laufteller gibt es auch für Hamster, sollte man eigentlich gar nicht dauerhaft benutzen, aber wäre jetzt eine Möglichkeit, um ihn halt die Bespaßung mit dem Laufrad irgendwie möglich zu machen, dass er halt schön rennen kann. Hier hinten in der Ecke haben wir die bekannten Toiletteneckchen und Darf benutzt sie unheimlich gerne, auch um irgendwie Körner da rein zu tun oder so. Aber ich wechsle die jetzt nicht täglich aus, die sind noch ein bisschen schmutzig jetzt, weil er braucht einfach, sagen wir mal, 5 Tage, bis die irgendwie voll sind, weil er macht jetzt nicht so viel Dreck wie ein normaler Hamster. Hier haben wir die Weidenbrücke, gehen wir hier hoch und dann haben wir hier eine JR-Farm-Knabberstange. Ich weiß nicht, ich glaube, sie wird für Darfs gesamtes Leben reichen. Die ist wirklich so groß und ich hatte Bedenken, dass er erst am Anfang da raufkommt, aber er schafft es trotzdem. Hier haben wir wieder ein König Keramik-Ecktoilettchen. Und hier ist der Eingang. Der ist auch groß genug. Er sieht jetzt mega klein aus im Vergleich, aber der Hamster kommt problemlos durch. Und das ist vom Durchmesser 8 cm. Also wird er auch mit vollem Backen hier durch können. Von dem Speedybika werden wir jetzt mal umlenken zum Eigenbau, den wir hier vorfinden. Der sieht ein wenig zerstört aus, weil Darf eigentlich auch seine hauptsächliche Zeit hier verbringt, weil er das auch am meisten mag. Ist ja auch klar, er ist hier mittlerweile seit, boah, wie viele Wochen? 5 Wochen, 6 Wochen, ich weiß nicht, wie lange ich ihn behandelt habe wegen der Krankheit, ist er jetzt hier drin. Wir haben hier erstmal natürlich auch wie hier die Möglichkeit, das Gehege zu öffnen. Ich werde mal den Hamster hier wegtun. So, hier kann man auch das Gehege öffnen und hier geht es genau gleich. Und zwar kann man hier am Knopf das Gehege öffnen, nur dass eben halt hier kein Netz drüber ist, weil das jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Ich mache es mal auf. So, okay, hier haben wir dann das Sandbad für den kleinen Darth Hamster. Das gab es mal ursprünglich auf Zorizont. Diesen Online-Shop gibt es aber leider nicht mehr. Der wurde nicht weitergeführt, ihr seht, nicht sauber gemacht. Er hat ein bisschen geköttelt. Und es sieht einem kleinen Hamster ähnlich. Das war die zweitgrößte Größe. Und dann gibt es noch eine Nummer größer für Goldhamster, also Mittelhamster. Die haben so süße Öhrchen in Weiß, fand ich ganz süß. Gab es auch, glaube ich, noch in Gelb und Blau. Rot leider nicht, sonst hätte ich Rot genommen. Aber das ist eigentlich auch recht niedlich. Und man sieht hier, wo Darf sich hingesetzt hat, weil er da meistens immer seine Sachen frisst und alles zerstört.
Hier haben wir noch von Twinkie was Angeknabbertes. Das habe ich ihn einfach mal hier reingelegt, weil er auch immer gerne dran rumknabbert und zieht. Weil ich will halt nicht alles immer unnötigerweise wegschmeißen, sobald die Hamster es nicht mehr fressen. Hier sieht man auch die Holzdübel, die hier angebracht worden sind. Leider ist jetzt hier zwischen ein bisschen Heu gekommen. Streu, so meine ich das. Das ist Plexiglas. Also kann man auch säubern und der Hamster kommt halt hier nicht raus. Hier die Abstände sind auch genau abgemessen. Da sieht man, hier ist nur ein bisschen kleiner als das hier. Und dann haben wir da auch noch ein kleines Treppchen, was nach unten führt. Da war am Anfang so klein, er konnte das gar nicht hochlaufen. Und er ist immer runtergerutscht. Aber jetzt hat er eigentlich alles im Griff und weiß, was er machen muss, wie groß er ist und. Hier unten haben wir dann einen süßen Schuh. Das ist sein Versteck. Da hat er auch mal eine Zeit lang geschlafen. Hier aus Polysyrin oder sowas ist das. Also ist auch nicht gefährlich. Ich habe hier die Schnürsenkel abgemacht. Das Loch reicht gerade so für Zwerghamster. Für Goldhamster bitte nicht nehmen. Das ist leider viel zu klein. Ja, da wurde man mal wieder praktisch bei den Aufnahmen von der lieben Mutter gestört. Also, das ist eine Trinkflasche. Normalerweise rate ich ja immer von Trinkflaschen ab, aber... Der da war einfach so winzig, dass er in einem Napf vielleicht, wenn man nicht aufgepasst hätte, ertrunken wäre, wahrscheinlich, weil er halt wirklich so winzig war. Ihr kennt ja die Aufnahmen vom Anfang. Und er kommt damit super klar. Also ich vergrabe die noch zusätzlich im Streu, weil wenn ich die jetzt selbst hier so stehen habe, habe ich auch Angst, dass das einfach von der Höhe noch zu groß für ihn ist. Wie gesagt, er ist halt so winzig und deswegen ist sie immer da unten ein bisschen verbuddelt. Und er kann halt trinken, funktioniert auch super. Hier, auch von Rodipet. Nennt sich Classic Mini Crystal Deluxe Flasche. Die mache ich dann auch immer sauber und immer neu. Jetzt muss ich die hier eben kurz reindrücken. So. Und es ist auch nicht schlimm, wenn jetzt die Trinkflasche, also die Wasserstation eher gesagt, im anderen Gehegeabteil ist, weil der Hamster läuft ja sowieso so und so viele Kilometer pro Nacht. Da soll sich jetzt hier mal keiner aufregen, dass er nicht die Möglichkeit hat, sofort zu trinken. Da hinten weiß ich gar nicht mehr, was wir da haben. Da haben wir, glaube ich, einmal, man sieht es jetzt nicht, da ist auf jeden Fall noch eine Kokosnuss drin versteckt. Mit ganz viel Mistmaterial und wir sehen jetzt hier, dass alles spiegelt und eine Röhre. Und alles Mögliche, wo Darf buddeln kann, weil hier ist auch genügend Streu drin. Das sind, glaube ich, 20 cm. Hier ist andere Streu drin. Hier ist das Discounter-Streu drin. Hier habe ich das gute Markenstreu, weil ich ihn halt so oft sauber machen musste. Und hier haben wir meinen süßen Darf-Hamster-Aufkleber. Also ist normal auf Papier, aber ich habe es jetzt hier draufgeklebt. Die Twinkie hat auch einen und die Ciri, die bekommt noch einen. Das wird auf jeden Fall geregelt. Soweit sieht jetzt die Ausstattung aus. Ich werde natürlich in der kommenden Zeit etwas dran ändern. Und er nutzt auch den Platz, den er hat, weil man sieht ihn andauernd, wenn er mal wach ist, hier komplett rumrennen. Und es freut mich einfach. Es ist auch super anzusehen, wie gut er sich gemacht hat. Das alles steht auf einem IKEA-Schrank, den ich leider vergessen habe, wie der Name eigentlich war. Und da ist es wieder Streu am Boden gefallen. Super duper. Und ja, da unten haben wir hier noch Sand und ein paar leere Rodipet-Sachen. Und dann haben wir da die Transportbox von lieben Darf. Er hat ja eine andere als meine Twinkie oder die Ciri zusammen. Die haben nämlich zwei getrennte Boxen. Noch wichtig, ich habe hier oben, das sieht man, den Glücksanhänger, also den Schutzengel dran gehängt, den ich von einem Zuschauer auch gekriegt habe, so stell dich scharf. Und hier habe ich noch extra einen Schmunzelstein bekommen, der auch helfen sollte, dass Darf wieder gesund wird. Hier habe ich die Hamtaro-Figuren, die wollte ich eigentlich immer hier hinsetzen. So, und hier hinsetzen. Und hier sind noch einiges an den Medikamenten und Hygienespray, wenn ich mir hier die Hände fertig mache. Und da waren auch ein paar Star Wars Sammelkarten. Hier haben wir Kylo Ren. Hier wollte ich auch noch draufkleben, weiß aber nicht, ob ich es ganz mache. Fenster, hier also mit der Lage. Ich habe ja gesagt, hoppala, nicht direkt am Fenster, weil das Bild dann so dunkel wird. Das kann ich nämlich runter machen, also es ist überhaupt gar kein Problem. Das wird dann einfach runter gemacht. Ich habe hier zwei Fenster in meinem Zimmer und da ist es nicht schlimm, wenn da den ganzen Tag die Jalousien runter sind. So, meine Güte, ich bin schon wieder völlig durch. Und der Hamster findet es auch absolut nicht schlimm, auch wenn jetzt direkt da meine Tür ist, aber es... Stört ihn absolut gar nicht. Ich habe nur immer Angst, dass er irgendwie weg ist, weil ich ihn meistens nie hier drin sehe, weil er einfach so winzig klein ist. Danke fürs Zuschauen. Ihr habt ja lange, wirklich lange auf dieses Video gewartet, einfach weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass der süße Darf sofort krank wird und das so langwierig ist, bis ich ihn wieder gesund kriege. Aber ich kann ja sagen, er ist jetzt über Berg, er ist jetzt gesund und jetzt kommen auch süße neue Videos von ihm, wenn er dann mal wach ist, wenn ich ihn erwische.
Und er wird dann die Galaxis erobern mit seiner Niedlichkeit. Und. Danke, lasst einen Like da. Ich bin mal gespannt, wie kritisch man hier meine Haltung sieht, ob jemand das gut findet oder nicht. Auch mit dem 20 cm Laufrad, weil normal müssten ja Zwerge 25 cm haben, aber ich sag mal so, wenn er wirklich nicht mehr wachsen sollte und er kriegt sowieso einen Laufteller, ist das, glaube ich, gar nicht bedenklich, weil er hat gerade eine Körpergröße von, ich glaube, das unter 10 cm, also mit seinen 17 Gramm, müsste man noch alles genau im Auge behalten und noch, ist es ja alles gut, so wie es ist. Jo, und dann natürlich auch wieder, schaut euch einfach meine neuen Videos von den Gehegen an, jetzt auch von der süßen Twinkie, wo leider auch das mit den Ungeziefern passiert ist, was ich hoffentlich nicht mehr wiederholen wird, weil ich das langsam echt eklig finde. Schaut euch das jetzt an, ich werde es hier am Ende verlinken. Hoffentlich werde ich jetzt nicht mehr krank, weil ich will euch nämlich Videos bieten. Und ja, drückt mir ein Fötchen nach oben, nochmal hier gesagt, und danke für die Abonnentenzahl. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Haltet eure Hamsterbäckchen zusammen. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!